Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2. In der letzten Folge hatten wir ja die Städte Hamburg mit Berlin verbunden und wir hatten auch noch, glaube ich, hier in München eine Tram gebaut, die jetzt hier auch schon ordentlich arbeitet und tatsächlich auch ordentlich Personen befördert. Es läuft auf jeden Fall ganz gut, allerdings fehlen natürlich noch hier in Berlin und München alle Ressourcen. In München haben wir hingegen schon Treibstoff vollkommen ausgebaut, das reicht auch für die Stadt definitiv erstmal. Und ich würde sagen, wir beginnen mit Hamburg, da Hamburg sehr, sehr klein ist mit nur 79 Einwohnern. Und die brauchen Werkzeuge, zum Glück haben wir Werkzeuge tatsächlich. Hallo, Spiel. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall haben wir hier eine Werkzeugproduktion. Werkzeuge machen 1:1 Verfahren aus Brettern Werkzeuge. Hier haben wir Bretter und dafür brauchen wir 2x Baumstämme. Baumstämme bekommen wir hier raus und ich würde mal sagen, im zweiten Wald brauchen wir erstmal nicht. Natürlich werden da hinten noch weitere Wälder, können wir dann aber auch noch später anschließen. Zurzeit brauchen wir das allerdings noch nicht wirklich, da ja unser München so oder so nur sehr, sehr klein ist und wahrscheinlich nicht mal 100 braucht an Ressourcen. Bauen wir den mal hier rein. Und ich werde auch mal hier das Höhenoverlay anmachen. Hier ist es tatsächlich sehr, sehr hoch. Also ich glaube, da müssen wir wohl oder übel mit einem Tunnel arbeiten. Aber dafür kommen wir hier ziemlich gut durch. So wie es zumindest aussieht. 2 brauchen wir aber, glaube ich, schon. Aber später müssen wir noch wahrscheinlich weitere aufrüsten. Da wir dann ja natürlich noch einen Zug brauchen, der zu den Werkzeugen fährt. Und noch ein zweiter, der von einem anderen Holzfällerort kommt. Das hier nochmal hier, würde ich sagen. Und dann müssen wir hier vorne noch eine Straße bauen. So passt das. Geht das hier einfach rein. Und wir haben eine neue Straßenbahn. Ist doch schon ganz schön. So, dann brauchen wir jetzt noch einen weiteren Bahnhof hier hinten. Zweigleisig. Der dann nach Hamburg auch weiterführen kann. Wir brauchen allerdings auch erstmal wieder ein bisschen Geld. Ich hoffe, dass wir mit dieser zweiten Konstanten so ein bisschen mehr Geld verdienen können. Wäre auf jeden Fall ziemlich gut. Und ich kann auch mal gucken, gerade bei der Gelegenheit, was denn die neue Bahn so verbessert. Der kann 1 km/h schneller fahren, ist elektrisch, erzeugt deutlich weniger Emissionen, was auf jeden Fall schon mal ganz gut ist. Kann gleich viele Passagiere mitnehmen und ist wahrscheinlich ja relativ ähnlich. Aber ein bisschen Emissionen sollten wir auf jeden Fall dadurch in München runterbekommen. Vielleicht nochmal 10% bessere Qualität. Könnten wir auf jeden Fall da rausholen. Ich habe jetzt mal hier das Schiff verkauft. Da das nämlich wirklich sehr, sehr viel Minus gemacht hat. So sollte es ein bisschen besser gehen. Hier warten ja auch kaum Leute. Gut, jetzt eben halt mal 6. Aber ansonsten ist es eben halt wirklich sehr, sehr wenig. Und das lohnt sich in meinen Augen überhaupt nicht, das aufrechtzuerhalten. Ich würde sagen, wir bauen jetzt einmal hier die Straße ab. Brauchen wir sogar gar nicht. Das heißt, wir können das sogar einmal ganz abreißen. Oder können wir da einen Passagierbahnhof reinbauen? Hätte ich gesagt, den aber schon ein bisschen länger hier rein. Und dann können wir noch weitere Gütergleise hinzubauen. Ich denke mal, ich werde mir 1,5 Millionen leihen, damit ich hier ein bisschen schneller vorankomme, denn sonst dauert das hier wirklich Ewigkeiten. Kann ich nämlich hier eben schon mal vernünftig
den Bahnhof bauen. Und dann brauchen wir hier nur noch einmal eine Cargo-Plattform. Und dann haben wir das. Sehr gut. Die weitere können wir natürlich noch irgendwann später bauen. Aber so können wir es jetzt erstmal alles verbinden. Und ich sage mal so, die Gleise, die wir jetzt bauen, sind auch alles andere als günstig. Kleiner Lag. Wenn wir uns das hier anschauen, brauche ich hier natürlich einen Tunnel. Können wir es da hinten gehen? Wie hoch ist es hier? Hier sind wir auf 50 Meter ungefähr. Und hier auch auf 50 Meter. Ich denke mal, es sollte dann nicht hochgehen im Tunnel selbst drin. Und dann könnte das, glaube ich, so passen. Dann hoffe ich, dass es sich später auszahlt. Hier natürlich möglichst dauerhaft auf dem Boden. Ist auch schon relativ steil. Kommen nicht dran vorbei. Dass eben halt relativ schnell nach unten geht. Ich glaube aber, das könnte noch ganz gut passen. Können auf dem Gleis jetzt nach da gehen. Würde ich sagen, ist auch schon so ziemlich der optimale Weg. Ziemlich ebenerdig. Wobei es noch nicht ganz ebenerdig ist. Was haben wir hier? 24 Meter. 20. Oh, wir haben eine neue Lok. Sehr schön. Warte, wie hoch ist es hier genau? 30 Meter. Ah nee, ich weiß, warum das ist, weil der... Ich habe das natürlich noch nicht gebaut und dadurch wird mir das so angezeigt. Dann passt das auch so. Brauchen nur wieder Geld. Ich würde was vorschlagen, dass ich hier mal rumgehen. Sonst ist er sehr tief hier einmal in den Berg rein und dann können wir lieber hier hinten einmal rum. Oh ja, so oder so, da müssen die Strecke. Das sollte dann deutlich, deutlich günstiger gehen. So weit würde ich hier gehen, vielleicht ein bisschen weniger bis dahin. Damit wir hier einen schönen Bogen rummachen können. Da reinfahren können. Hier würde ich direkt eine steile Kurve rausmachen und dann darüber fahren. Ich glaube, wir sollten uns noch ein bisschen leihen. Auf 3 Millionen. Das passt auch noch. Dann können wir das nämlich jetzt wenigstens mal hoffentlich abschließen. Hier wollen wir natürlich die Geschwindigkeit etwas halten. So würde ich sagen, sieht das doch ganz gut aus. So. Frag mich, ob es auch ein tiefer geht. Ich glaube, noch ein tiefer geht es aber nicht. Nee, genau. Das heißt, wir brauchen die Höhe. Oder? 3 müsste es gewesen sein. Genau. Das geht dann nach da hinten. Fertig. Und dann geht es da schön runter. Das sieht gut aus. Müssen so runtergehen. Und dann passt das auch. Auch noch ein Zugdepot. Gebäude. So. Das einmal dahin bauen. Mit dann Gleisen einmal hier rauf. Und in die andere Richtung. Auf das Gleis nämlich. Dann brauchen wir noch eine neue Linie. Und das ist Hamburg. Hamburg. Werkzeug.
Die fährt nämlich von da nach da. Dann neue Linie. Hamburg. Bretter. Werkzeug. Das geht von da nach da. Und noch eine neue Linie. Und zwar Hamburg. Wald. Bretter. Und die geht von da nach da. Natürlich beginnen wir mit Waldbretter erstmal. Wie schnell kann die? Die kann 60 km/h. Unsere Wagen können aber so oder so noch 50. Ich würde sagen, wir nehmen die obere hier. Ist ein bisschen günstiger. Genau. Und dazu nehmen wir dann genau die hier. Den Zug. Ist noch gut. Mittelmäßig. Ich würde ihn auf eine 48er Kapazitäten machen. Vielleicht können wir noch eine zweite Lok anknallen. Kann er nämlich schön viel, hoffentlich. Ich glaube, unsere Bahnhöfe sind 160 Meter lang. Können wir es auch ziemlich ausnutzen. 156 Meter für 3,5 Millionen. Mittelmäßig, wie schnell schafft er das? Ja, das geht noch alles, würde ich meinen. Ich leihe das jetzt einmal alles, sind wir zwar wieder auf 6 Millionen Schulden, aber haben dafür eine vernünftige Bahn. Und das denke ich mal auch ganz gut. Kaufen. Ich habe jetzt allerdings was bei den Linien falsch gemacht, denn ich dachte, die können keine Bretter da mitnehmen. Aber da ihr unsere Wagen hier, das mal anschauen. Da war das. Fahrzeuge können unsere Rungwagen Baumstämme und Bretter transportieren. Die Werkzeuge bräuchte dann diesen gedeckten Güterwagen, aber bis dahin passt das. Deshalb müssen wir jetzt einmal hier unsere Waldbretter genau hier Waldbretter Werkzeug ist noch genommen. Ich glaube schon. War noch nicht groß genug, glaube ich, das Fenster. Weiß aber auch nicht, wie man das hier verschiebt. Passt aber, glaube ich, schon. Und dann müssen wir noch natürlich neben Hamburg Nebengleis das hinzufügen. Da können natürlich nicht alle verbunden werden. Die Linie kann gelöscht werden. Und da machen wir hier nochmal ein Gleis hinzu. Das so drauf wird. Und dann können wir unseren Zug auf die Linie hinzufügen. Damit hier noch alle Bahnhöfe vielleicht umbenennen. Aber hier unsere neue Lok. Die sogar schon wirklich ziemlich lang ist. Und damit sollten wir jetzt hoffentlich wieder ein paar Einnahmen machen können. So zumindest ist der Plan. Einfach umdrehen. Ist natürlich klar, warum die keinen Weg hat. Ich brauche nämlich hier noch eine Weiche. Dafür müssen wir jetzt, wo du übel, einmal etwas leihen. Und dann darüber führen. So. Ne, er jetzt nicht den Weg. Doch, jetzt findet er den Weg.
Jetzt haben wir hier unsere schöne neue Dampflok. Passt auch perfekt hier rein. Nein. Ich muss es mal umbenennen. Hamburg. Nein, nicht nur Wald, sondern Hamburg. Wald. Ah, der ist nicht angeschlossen. Pause. Zum Glück ist mir das nochmal ziemlich rechtzeitig aufgefallen. Und dann funktioniert das auch. Damit ich hier natürlich auch produzieren kann. Und nicht nur etwas konsumiert. Perfekt, jetzt produziert er auch schön. Und ich sollte hier vielleicht nochmal einstellen, dass er sich bei Wald volllädt und bei Bretter. Brauche das noch nicht, da ja dort noch nicht die maximale Produktion vorhanden sein kann. Dann arbeiten die Fabriken hier jetzt schön. Und dann sollten wir auch wieder gute Einnahmen machen. Hier sieht es auch noch ganz gut aus alles. Die Haltestellen sind nicht ganz so extrem überfüllt. Aber das ist schon wirklich eine große, große Stadt. Muss man schon sagen. Der hat demnächst auch schon das Einwohnerziel erreicht. Und die brauchen ein bisschen mehr Versorgung. 108. Wahrscheinlich kann die Linie noch nicht genug transportieren pro Jahr. Was haben wir denn hier? München, Treibstoff komplett. Wir müssen in die Statistik gucken. Hat einen Rat von 65 hier mal zurzeit nur. Es muss hier mal mehr werden. Dann schaffen wir da auch die maximale Ausbeute. Wir können auch eigentlich schon mal den nächsten Zug zusammenstellen. Die Strecke, hätte ich gesagt, ist relativ ähnlich. Das heißt, vielleicht sogar den gleichen Zug nochmal. Mit zwei davon. Und dann den hier. Wir haben die gleiche Kapazität. Sind sogar sehr, sehr ähnlich. Damit können wir hochgehen bis 158 Meter. Mit 3,437 Millionen. Können wir uns natürlich jetzt noch nicht leisten, aber das würde ich dann, glaube ich, so hinzufügen. Wobei wir vielleicht auch ein paar weniger nehmen können. Da der natürlich dort halten muss und da weiterfahren muss. Nicht, dass wir am Ende Überschuss haben. Ich glaube, das wäre auch nicht ganz gut. Da können wir vielleicht mit einer Lok arbeiten. Und hier auf das gleiche gehen. So. Würde auch passen. Sparen wir nämlich ordentlich Geld dabei auch noch. Ich glaube, wir können oder sollten hier mal die Strecke umstellen. Dass sie nach dem Wald zu Bretter fahren. Und dann nochmal zu Wald und zu Bretter. Und dann erst zum Werkzeug, damit der hier vernünftig ausgelastet ist. Weil so fährt dann immer sonst hier nur mit halber Kapazität. Was natürlich nicht ganz so vorteilhaft ist. Wir können vielleicht da unten dann uns das sparen. Solange bis da kein, oder solange wieder kein Schiff fährt. Berlin Bus können wir hier den Hafen entfernen. Und ich denke mal, an dieser Stelle wird diese Folge enden. Ich werde nochmal ein bisschen AFK hier rumstehen und ein bisschen was erfahren. Natürlich auf pausierte Geschwindigkeit. Damit wir in der nächsten Folge wieder mit ein bisschen mehr Kapital weitermachen können. Und ich hoffe, euch hat das Video natürlich gefallen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.